Habt ihr eine Idee, wie man dieses Instrument nennen könnte? Es ist der Flügel. Und der Leo hier, der kann ihn spielen. Flügel, was gefällt dir denn so sehr am Klavier? Auf jeden Fall der Klang. Weißt du denn, wie der Klang entsteht? Ja, dass da so Hämmerchen an die Saiten hauen. Okay, kannst du mal eine Taste drücken und wir gucken mal, wie da der Hammer hochgeht? Ah ja. Kannst du mal den tiefsten Ton spielen? Wow. Und mal den höchsten? Mensch, in so einem Flügel ist ganz schön viel Musik drin. Maria spielt schon seit 10 Jahren Klavier. Was gefällt dir denn so an dem Instrument? Also am schönsten finde ich, dass man so einfach hinkommen kann und sich ransetzen kann und anfangen kann zu spielen. Man muss nichts auspacken, nichts zusammenstecken oder so. Man muss auch nicht stimmen, das ist auch ganz praktisch. Man kann sich einfach hinsetzen und loslegen. Ein kleiner Nachteil ist ja vielleicht, dass ein Klavier so ein bisschen groß ist und schlecht zu transportieren. Wie gehst du damit um? Also ich finde eigentlich, dass es sogar fast ein Vorteil ist, weil ich muss es ja nirgendwo mit hinnehmen. Ich habe kein Instrument, was ich auf dem Rücken irgendwie mitschleppen muss beim Fahrradfahren oder so. Es ist immer eins da. Das ist gut. Mensch, ich fand das so toll, wie du gespielt hast. Kannst du noch mal? Ja, klar. Wow, super. Eva, du bist die Klavierexpertin hier in der Musikschule. Wie entsteht da eigentlich der Klang? Na, ganz einfach. Siehst du hier die Saiten? Mhm. Und da kommt so ein Hämmerchen und schlägt gegen die Saite. Okay. Flügel und Klavier. Sag mal, Eva, was ist eigentlich der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, beim Flügel ist der Klangboden und die Saiten ist alles waagrecht. Und beim Klavier, da ist auch alles genauso mit den Saiten und dem Klangboden, nur dass es senkrecht ist. Und damit passt es auch leichter ins Wohnzimmer. Eva, warum gibt es eigentlich weiße und schwarze Tasten auf dem Klavier? Na, dann können wir uns viel besser orientieren. Und die Kinder, die lernen dann ganz schnell, dass neben den 2 schwarzen Tasten alle meine Entchen anfängt. So. Also so ein Flügel ist echt ganz schön schwer. Ja, den kriegen wir 2 nicht weg. Das sind auch locker mal über 300 Kilogramm. Boah. Aber weißt du, wenn du auch mal guckst, was da alles drin ist, dieser Stahlrahmen, der ist ja einfach auch schon schwer und der Klangboden und die vielen Saiten. Mhm. Übrigens, guck mal hier vorne, siehst du diese silbernen Knöpfe? Da stimmt man diese Saiten und das dauert dann auch ganz schön lang. Mathis, alter Falter, das hast du gerade gespielt. Das sieht ja mega kompliziert aus, wahnsinnig viele Noten. Was magst du denn am Klavier spielen? Die Vielseitigkeit, dass man mit 2 Händen spielt, eine begleitet die andere. Das hat man ja so auf dem Saxophon zum Beispiel nicht. Da habe ich eine Melodie, die ich spiele, aber nicht mehrere Töne gleichzeitig. Du spielst ja nicht nur klassisches Klavier. Was machst du alles mit den Tasten? Ja, neben klassischer Musik spiele ich noch in einer Jazz-Big Band. Das kann dann, wenn ich begleite, so klingen. Oder wenn ich mit Freunden so Pop, Jazz, Funk-Musik spiele, das klingt dann meistens so. Ist dann auch der begleitende Part sozusagen, ja. Aber wo hilft es dir vielleicht, dass du diese klassische Musikausbildung hast? Das hilft mir, indem ich lerne, genauer zu spielen, in Time.
dass ich ein Gefühl dafür entwickle, wirklich auf die Eins gerade zu spielen und richtig zu betonen, also wo die Betonung im Stück liegen muss. Ich lerne einfach ganz viel über den Hintergrund von Stücken und wie man sie richtig spielt. Das lerne ich in der Popmusik so nicht. Das heißt, du bist da ganz präzise und akkurat. Kannst du noch mal zeigen, wie das klingt, wenn du so ganz präzise spielst? Oh Mann, Mathis, das macht so Spaß, dir zuzuhören. Ich platze vor Neid. Ich würde auch gern so gut spielen können. Kann ich aber nicht. Können wir noch mal was hören? Ja, klar.